Boomerang von Joachim Ringelnatz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Videoserie Deutsche Literatur. Heute beschäftigen wir uns mit einem extrem kurzen Gedicht. Es stammt von Joachim Ringelnatz, der in seiner ersten, eher glücklosen Lebenshälfte noch Hans Gustav Bötticher hieß und eigentlich Maler war. Oder sagen wir besser Lebenskünstler. Aber dazu etwas später. Das folgende Gedicht heißt Bumerang. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Wer war nun dieser Joachim Ringelnatz? Aufmüpfiger Schüler? Misshandelter Seemann? Dadaistischer Dichter? Expressionistischer Bühnendarsteller? Nun, vermutlich nur ein vom Schicksal gezeichneter, der aufgrund seines eher unattraktiven Aussehens zumeist auf Ablehnung gestoßen war. Seine seelischen Verletzungen konnte er oft nur mit bissigem Humor lindern. 1909 trat er in der Künstlerkneipe Simplicissimus auf, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Im Ersten Weltkrieg diente er bei der Marine. Erst 1919 legte er sich das Pseudonym Joachim Ringelnatz zu. In den 1920er Jahren war er endlich ein gefragter Künstler, der stets im Matrosenanzug auftrat. Zu seinem Pech zählten seine bildnerischen wie auch schriftstellerischen Werke während des NS-Regimes zur entarteten Kunst und wurden verboten bzw. verbrannt. Joachim Ringelnatz starb verarmt mit nur 51 Jahren an Tuberkulose. Wenn er mich nun fragt, wie ich das Gedicht Bumerang interpretieren würde, so könnte es als Parabel für sein glückloses Leben stehen. Sein unvorteilhaftes Aussehen mit einem fliehenden Kinn und einer zu langen Nase. Zu lang wie der Bumerang, der seine Liebe in die Welt hinaussendet, darauf wartend, dass sie erwidert wird. Aber vergebens. Die sehnsuchtsvolle Hoffnung nach etwas Zuneigung bleibt unerfüllt.